Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Und ja, ich hatte eigentlich diesen Part schon gedreht. Der Witz ist, wir haben es sogar geschafft gehabt. Nur, mein Controller hat so gespinnt. Und der Charakter, also Tombi, ist einfach weiter nach rechts gelaufen in dem Bildschirm. Und ist da verschwunden. Das heißt, wir sind nicht zur Meerjungfrau gegangen. Und der ging dann die ganze Zeit nach rechts. Ich hatte erstmal Probleme, den Controller richtig einzustellen. Also, dass das nicht mehr so am Hängen war. Und dann habe ich gehofft, dass, weil wir es geschafft haben, wenn wir nochmal dieses Rennen fahren, dass wir dann, dass wir dann die goldene Medaille trotzdem bekommen. Aber wisst ihr was? Die meinte dann zu uns, ja, beim nächsten Mal geht's um Gold. Ey, ohne Scheiß, ihr hättet, zum Glück habe ich diese Aufnahmen gelöscht, ne? Was für Wörter und alles gefallen sind, ne? Ey, ohne Scheiß. Ey, wir haben es jetzt direkt beim ersten Mal geschafft. Ohne Scheiß. Das muss jetzt direkt gesaved werden, nicht, dass er nach rechts läuft. Meine Güte, Leute. Ey, habt ihr... Ey, ich... Keine Ahnung, mir fehlen die Worte. Egal, wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Glückwunsch, du hast es geschafft, ja. Du bist bestimmt der schnellste Tombi... Was? Tombi Motocross Champion der Welt. Ich glaube, die Entwickler von Tombi müssen sich ganz schön was schämen. Huch, was blabber ich denn da? Jedenfalls bist du von heute an... Du der Champion. Ach Leute, wie ich das feier. Wir haben es... Ey... Wir haben diese scheiß Goldmedaille. Immer höher hinaus. Wir haben sie, wir haben sie. Ey, ich mach direkt noch ein Save, Leute. Ich glaub das sonst nicht. So. Gut. Wir können uns jetzt den nächsten Aufgaben widmen. Ey, ich bin so erleichtert, dass wir das jetzt hinter uns haben. Ich habe das noch nie geschafft. Jetzt habe ich es zweimal geschafft. Und quasi direkt hintereinander. So viel Glück muss der Mensch haben. Naja. Jetzt überlegen, ja, wir brauchen dieses Silberpuder oder so, ne? Ich habe aber keinen Plan, wo wir das herbekommen werden. Ich guck mal. Ja, wir brauchen das Silberpuder. Was ist damit eigentlich? Mit der Silbermedaille und der Bronzemedaille, wofür können wir die überhaupt gebrauchen? Ich habe keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Einfach vielleicht nur so, ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal, was haben wir denn alles hier? Muss ich mich erstmal dran erinnern. Warte, blaues Pulver. Das braucht man nicht. Unkrautvernichter braucht man auch nicht. Das braucht man eigentlich auch nicht. Butter, das braucht man auch nicht. Ah, was der Dieb vergaß. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal darum. Da müssen wir zur Villa, glaube ich. Ja, hier. Ich habe keine Ahnung genau wo. Wir fragen einfach alle Typen. Irgendjemand muss sich doch beschwert haben, dass wir ja, das gefunden haben oder wie auch immer. Oder er macht sich Sorgen um den Schatz, den er verschlammt hat, dem seinem Chef gehört. Mann, oh Mann. Mir fehlten so die Worte, dass ich erst gar keinen Peil habe, was ich jetzt hier mache oder was ich tun soll. Ja, jetzt überlege ich gerade. Ja, wir gehen einfach mal überall gucken. Ich habe gar keinen Plan mehr, wo jetzt was war. Was hast du denn? Krautesheim, danke Tombi. Okay, der hat schon mal nichts damit am Hut. Vielleicht dieser eine Typ, der so aussah, der da auch eigentlich war. Vielleicht ist das der ja auch. Wir werden ja sehen. Was war der das? Nun, es ist schon lange her, dass sich uns... Was? Dass sie uns von hier vertrieben haben. Ich habe keinen Plan, aber ich versuche es einfach mal. Wo haben wir das? Okay. Ja, dann gucken wir mal weiter. Ich habe nämlich keine Ahnung, wer das jetzt genau nimmt oder braucht. Ich habe noch nicht mal Ahnung, wie wir da hinkommen. Also von diesem Weg her, wow.
Ey, Moment mal. Ohne Scheiß, bevor wir jetzt da suchen und so, ich werde nämlich noch vorher was gucken. Ich habe nämlich keinen Plan mehr, genau, an der einen Stelle. Vielleicht ist da ja jetzt etwas. Ups. Das war knapp. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich glaube, da liegt sogar irgendwo was. Deswegen gehe ich hier auch hin. Vielleicht könnte ja hier das Puder sein, wenn wir Glück haben. Was war denn nochmal hier? Okay. Haben wir irgendetwas, was man hier vielleicht verwenden könnte? Ich weiß nicht. Eimer, Unkrautvernichter, magischer Spiegel, können wir Floß? Nee. Ja, Käse ist sowieso jetzt unwichtig. Aber warum haben wir noch 5 Stück? Wir haben doch schon goldene Frucht erhalten. Starker Draht. Keine Ahnung. Stimmt, die Kokka-Klaue könnten wir abgeben, aber das machen wir gleich. Vielleicht kriegen wir dann ja irgendwo das Puder oder vielleicht kauft das dann erst auf, weil das die letzte Zutat ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es vielleicht sogar mehrere Items, die, keine Ahnung, ich weiß nicht, öfters benutzt werden können oder einfach für einen Notfall, falls man das andere Item nicht findet. Ich habe keinen Plan. Wir müssen uns das erstmal anschauen. Ja, ich glaube hier nicht, aber wir versuchen es einfach mal. Was ist das bloß für ein Dieb, der sich sein eigenes Haus stehlen lässt? Okay. Ja. Das frage ich mich auch. Och Leute, jetzt muss man wieder alles absuchen. Irgendwie mag ich diese Villa, aber auch irgendwie ist sie ätzend. Tausende Räume. Ja, wir gehen mal hier rein. Ah, die Truhe haben wir noch nicht geöffnet. Was haben wir denn da drin? Oh, große Essensdose, okay. Naja, immerhin. Dann sind wir wenigstens gerüstet, gegen das letzte Schwein zu kämpfen. Also, naja. Wir hätten uns natürlich auch diese Punkte noch holen können, aber ich glaube nicht, dass wir die benötigen werden, diese Kristalle da in diesem Rennen. Und wenn doch, dann hole ich das einfach nach. Also, ich denke mir mal nicht, dass es so schlimm war. Ah, da. La, 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 la. Ich habe nicht gesungen. Tja. Was könnten wir ihm geben? Nein. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ja, was können wir ihm geben? Ich bin da jetzt gerade ratlos, um ehrlich zu sein. Können wir ihm einen normalen Pilz anbieten? Nee, können wir nicht. Tja. Können wir ihm das anbieten? Nee, können wir nicht. Wir heilen uns selber. Können wir auf ihn draufspringen? Können wir ihn kaputt hauen? Scheinbar nicht. Aber ich habe keinen Plan, was wir dann sonst hier machen müssen. Müssen wir ihn so oft anlabern, dass er irgendwie was sagt? Aber der sieht so aus, als ob der die ganze Zeit am Lachen ist, ne? Dass wir ihn irgendwie heilen müssen, aber ich meine, ich hätte das doch mal versucht. Sorry Leute, aber ich erinnere mich in irgendeinem Spiel, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es hier war, dass man die ganze Zeit jemanden anlabern sollte. Ja, auf ihn drauf springen geht auch nicht. Vielleicht standen wir auch beim letzten Mal einfach nur doof und konnten ihm nicht heilen. Naja, ich würde sagen, wir probieren erstmal hier den Chef zu finden. Wenn wir den gefunden haben, dann gehen wir nochmal hier hin. Aber dann holen wir uns vorher so einen Heilpilz. Vielleicht bringt das ja irgendwie mehr. Ja, welchen Weg gehen wir denn jetzt?
Naja, zumindest war der Part nicht ganz umsonst. Ihr habt gesehen, ich habe es geschafft. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, Leute. Es ist einfach nur schrecklich. Aber ihr habt gesehen, ich kann es, wenn ich will. Auch wenn ich jetzt einfach frei Schnauze gefahren bin. Aber naja. Was ist das eigentlich? Das verstehe ich nicht. Was hat das für eine Bedeutung? Haben wir da irgendwas, was man benutzen kann? Nein. 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 Ich weiß, es ist sinnlos, aber ich versuch's einfach. Vielleicht passiert ja irgendwas. Ja, das ist eigentlich... Ja, das ist sinnlos, was ich hier mache. Ja. Wir lassen es erstmal. Hier war, glaube ich, der König. Also dieser Diebe oder Chef, wie auch immer. Hey du, dann lange nicht gesehen. Wie war noch gleich dein Name? Was? Ist das das erste Mal, dass wir uns treffen? Sicher, sicher. Na gut, was bringt dich hier? Ach, Herr. Mein Schatz? Ha, ha, ha. Keine Sorge, den habe ich... in meiner rechten Hand gegeben. Wem anders kann ich nicht trauen. Ja, ich versuch's jetzt mal. Warum geht das nicht? Wir stehen doch vor dem und das geht einfach nicht. Müssen wir extra den anderen da noch finden? Oder was bringt das? Och nö, ne? Wir können nicht drüber springen, wir können das nicht öffnen. Ach, ist doch zum Mäusemelken hier. Vielleicht, aber nur vielleicht. Hier oben? Da! Hast du Worte? Ich habe es schon wieder verloren. Ich habe mich hier versteckt, damit mein Chef mich nicht findet. Ich glaube, ich habe es dort drüben verloren. Ich will aber nicht runtergehen, weil ich nicht will, dass mein Chef mich findet. Was soll ich nur machen? Aha. Endlich, Leute. Wer kann auch denken, dass er da im Kamin sitzt? Oh, super, du hast es gefunden. Vielen Dank. Hier, ich möchte, dass du das... Ach, dass du das hier nimmst. Das ist dafür, dass du mir so oft geholfen hast. Na toll, wir kriegen Käse. Ich gebe das hier meinem Chef zurück, bevor ich es noch einmal verliere. Es müsste der Chef ja eigentlich weg sein, aber wir gucken trotzdem mal, was hier ist. Sorry, Leute. Das musste irgendwie raus, das ging nicht anders. Auch nicht schlecht, ne? In einem Part mal niesen. Ist auch irgendwie was Neues. Boah. Mal gucken, ob wir jetzt da dran können. Hey du da, lang nicht gesehen. Wie war dein Name? Mein Schatz? Oh, ich werde ihn... Was? Von... Ich werde ihn von ihm wiedergeben lassen. Hier ist er. Möchtest du ihn sehen? Ich habe ihn verloren. Das Zeug innen drin auch weg. Ah, na gut. Er liegt hier wahrscheinlich noch irgendwo rum. Wenn du es findest, kannst du es haben. Kann nicht sehr wichtig für mich sein, wenn ich es verliere. Nimm ihn, du Dieb. Oh, Moment mal. Ich bin ja der Dieb. Haha. Okay, wir können... Mal gucken, was da jetzt drin ist. Der Schatz des Chefs. Vielleicht ist da ja das Silberpuder oder so, was wir die ganze Zeit gesucht haben. Ich habe keinen Schimmer. Edelstein des Chefs erhalten. Okay. Das sieht ja bombastisch aus, aber was können wir damit anfangen? Okay. Wir haben den Edelstein des Chefs. Mal gucken, was da so steht. Der wertvolle Stein des Chefs des Diebes. Ja, toll. Ah, vielleicht müssen wir diesen einen Typen geben, der die ganze Zeit lacht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Auf geht's. Wenigstens haben wir jetzt das schon mal erledigt. Aber scheinbar will uns die Villa ja noch nicht loslassen. Deswegen gibt es ja noch, glaube ich, diesen Typen, der da lacht. Oh Mann. Aber ich meine, mit den Pflanzen konnte man auch irgendetwas machen. Aber keine Ahnung.
Ich habe echt keinen Schimmer. Konnte ich da... Moment. Nein. Ach ja, stimmt. Vielleicht muss ich die ja abfackeln, dass dann irgendwie so ein Ding ins kommt. Ich versuch's einfach mal. Ich habe keinen Schimmer. Ich versuch's einfach. Krass. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Meine Güte, das ist ja ein Let's Fail hier. Ich bin so geflasht gewesen, dass wir es geschafft haben, dass ich jetzt schon mit den Nerven am Ende bin. War das jetzt hier unten? Nee, das war da oben. Ach ja. Warum 41 Leben? Haben wir ein Leben verloren, ohne dass ich das jetzt weiß? Oder war das schon die ganze Zeit 41? Ich hatte 42 im Sinn. Da bist du ja. Wie? Du willst das nicht? Doch, du musst. Da gibt's auch nichts. Toll. Wie ich sowas liebe, wenn wir keinen Plan haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz in den Pilzwald, ist mir scheißegal. Und holen da, uns da einen Hals... einen Heilpilz. Boah. Halspilz. Und danach gehen wir dann wieder zu dem. Ich würde sagen, wir geben auch noch diese Klaue da, dieser Hexe ab. Was es jetzt mit diesem Ei des Chefs auf hat, also auf sich hat, diesem Schatz. Keinen Schimmer. Da fragt ihr... Nein. Mann, oh Mann. Schnell wieder normalen Status. Sonst halte ich das hier nicht aus. Nein. Och. Ach, Leute. Da vergeht mir doch die Lust. Ich ziehe wieder den coolen Schirm an. Ist mir scheißegal. Besser als wenn ich da so schnell runterfalle oder keine Ahnung. Toll. Ja, schön. Was sollte das jetzt? Bitteschön. Aha, okay. Was? Ja. So, den nehmen wir mit. Ich glaube, hier war, hier gab es noch einen, oder? Für Notfall, falls ich den irgendwie falsch anspreche oder so, keine Ahnung. Nein, die nehmen wir nicht mit. Okay, da scheint es jetzt nichts zu geben. Ich weiß, ohne Scheiß, ich guck jetzt mal. Nein, was ist das? Och nö, Leute. Nein, was tue ich? So. Wie die Pflanzen direkt, also die Blumen wieder normal geworden sind. Och, weinst du immer noch? Tja, deine Tränen haben wir schon kassiert. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal diesen einen Weg. Normalerweise müsste er schon passierbar sein. Ich habe keine Ahnung, wie man da sonst hinkommen soll. Wow, das war knapp. Ich dachte, der nimmt uns jetzt auseinander. Wir speichern mal. Das ist sowas von wichtig, ey. Ohne Scheiß. Wir haben schon jede Menge Punkte. Also, zu viele. Was? Haben wir jetzt schon 2 Millionen? Echt jetzt? Ohne Scheiß? Boah, krass. Nicht schlecht. So, ich versuche jetzt... Oh, Mann. Können wir da rein? Warum können wir da nicht rein? Woher kommt man denn? Von wo kommt man denn da bitte? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt nochmal zur Villa. So, wenn wir dann bei der Villa waren und das mit dem Typen nicht geklappt hat. Tja. Dann würde ich sagen, dann gehen wir zur Hexe. Wenn das nicht klappt. Tja. Dann muss ich nochmal nachgucken. Es gibt auch irgendwie keine so guten Komplettlösungen, wenn ich ehrlich bin. So zur Zeit. Keine Ahnung. Die sind nicht so ausführlich beschrieben. Aber ich kann auch verstehen, dass das sehr viel Arbeit ist und so. Also.
Naja, umso mehr freut man sich, wenn man es geschafft hat, oder nicht? So, wir stehen jetzt ganz nicht, ach, dicht an dem dran. Komm, bitte. Wie soll das bitte schon gehen? Ich hab kein... Geht das irgendwie so, dass wir ihn irgendwie zuhören müssen oder so? So nach dem Motto, wir müssen ihn irgendwie... Nee. Nix da ausspionieren, gar nichts. Können wir den nicht irgendwie schlagen oder sonstiges? Wir können ja was versuchen. Und zwar, wir haben ja unsere Fähigkeiten. Ich glaube zwar nicht, dass es was bringen wird, aber uns bleibt ja irgendwie nichts anderes übrig. Dann machen wir den mal Feuer unterm Hintern. War ja klar. Das bringt auch nichts. Stimmt. Nee, das... Warum haben wir nur noch 40 Leben? Zieht etwa, dieses Ding... Ah, nee, wir sind ja eben... Ach, wir sind doch eben in die Schlucht gefallen, ich Idiot. Tut mir leid, Leute. Ey, was bringt uns das, dieses La-La-La? Ich werd daraus nicht schlau, ne? Ohne Scheiß. Gab's irgendjemand, der auch so La-La-La gemacht hat? Ich glaub schon, ne? Ich meine schon, es gab so einen. Ich guck jetzt mal. Ja, wo musste ich denn jetzt nochmal nachgucken? Meine Güte, der Part ist ja grottenschlecht. Tut mir leid. Aber, ja, irgendwann ist es halt soweit, dann muss man halt irgendwie ein bisschen absuchen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein. Da war nämlich, glaube ich, auch noch so ein Typ. Och, nö, Leute. Gibt's hier was? Nee, scheinbar nicht. Scheiße, wir können uns auch nicht festhalten. Och nö. Am Ende des Parts nochmal sterben, ne? Das sind die richtigen. Ach ja. War das jetzt da oben oder da? Ich gehe erstmal hier rein. Aber ich glaube, da war dieses böse Schwein, oder? Nee, da war einfach nur der Typ hier. Ich weiß gar nicht, wer alles das Dingens abgezogen hat. Also woher der Dieb das nochmal hat. Da bist du. Hier, dies ist dafür, dass du uns geholfen hast. Ja toll. Dass das jetzt so auf ist, oder was? Ach ja, Leute, ich glaube, ich beende diesen Part hier, bevor es noch schlimmer wird. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr konntet sehen, dass ich es doch noch geschafft habe, dieses scheiß Rennen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time mit Mr. Jumper. Auf Wiedersehen.